Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Ja, Freunde, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir beginnen mit einer neuen Live-Woche hier bei uns. Schön, dass ihr da seid. Und wir haben dienstags wie immer eine freie Themensendung. Und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über was, dann meldet euch. Die Leitungen sind geschaltet 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Erste Anruferin Renate. Renate ist 47 Jahre alt. Hallo Renate. Hallo Domian. Ja, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, um ein sehr trauriges Ereignis. Mhm. Ich habe am 12. Oktober 2004 geheiratet. Renate, ich unterbreche dich mal eben kurz. Ich sehe, dass wir keine Einblendung haben von der Telefonnummer. Das heißt, da muss ich mal schnell mein altes Pappschild hier holen. In Ordnung. So kann man es gut sehen, ne? So ist okay. Ja, ist okay. Entschuldige, dass ich dich jetzt unterbrochen habe. Ist okay. Ja. Die Nummer hat mir ja auch schon oft geholfen. Ja. So als kleinen, ja, vielleicht kann man sich ja da vielleicht mal aussprechen. Ja. Wo ich jetzt eigentlich erst in der Lage zu bin. Mhm. Also ich habe am 12. Oktober 2004 geheiratet. Mhm. Und in der Nacht vom 14. auf den 15. November meinen Mann verloren durch einen Unfall. Heißt, ich bin 4 Wochen und 3 Tage verheiratet gewesen. Mhm. Ein zweites Mal. Mit einem 19 Jahre jüngeren Mann. Ja. Türke, sprich Kulturunterschiede. Ja. Habe eigentlich meine größte Liebe meines Lebens dadurch erfahren dürfen. Mhm. Leider nur kurz. Wie lange warst du vorher, bevor ihr geheiratet habt, zusammen? Insgesamt haben wir uns 20 Monate gekannt. Was auch nicht lange ist. Nein. Nee. Und was für mich auch ein schwerer Schritt war, weil ich 26 Jahre vorher verheiratet war. Mhm. Mich habe scheiden lassen und bewusst scheiden lassen, um ein neues Leben anzufangen. Hm. Wie viel Zeit lag dazwischen, zwischen der Scheidung und... Relativ wenig. Wenig. Das war also eine glückliche Fügung. In der Trennungszeit, also ich war ein Dreivierteljahr, war ich getrennt, als ich ihn kennenlernte. Hm. Also ich habe im Mai 2002 mich getrennt. Ja. Im September 2003 bin ich geschieden worden. Im März 2003 habe ich meinen Mann kennengelernt. Mhm. Renate, dieser Unfall letztes Jahr, was war das für ein Unfall? Ein Autounfall. Wie ist es dazu gekommen? In der glücklichsten Stunde meines Mannes. Was heißt das? Das bedeutet, dass er unsere Beziehung erstmal geheim gehalten hat, wegen der kulturellen Geschichte und wegen unseres Altersunterschiedes. Mhm. Wo ich zwar versucht habe, immer wieder zu sagen, das hilft nichts, du musst dich offenbaren. Mhm. Er wusste aber, wie er seine Eltern zu nehmen hatte und er musste mit ihnen unter 4 Augen sprechen. Ja. Das heißt, er lebte seit 4 Jahren hier in Deutschland, ja. Seine Eltern in der Türkei und sein Bruder auch. Und hatte er das kurz vorher getan? Hatte er seine Familie informiert? Telefonisch 2 Tage nach unserer Hochzeit. Ja, ja. Da stand aber schon der Termin fest, dass er runterfliegt am 10. November und mit ihnen sprechen wollte. Und seine Mutter hat ihm auch diese Freiheit gelassen. Ja, sie hat keinen Druck gemacht, nichts. Mhm. Und auf der Fahrt vom Flughafen Istanbul zu seinem Heimatort hat sie ihm eine Brücke gebaut, dass er erzählte. Er hat mir das auch am Telefon noch erzählen können. Und Entschuldigung, ich bin erkältet. Aber im Moment. Der Unfall ist in Deutschland passiert. Nein, in der Türkei. In der Türkei passiert. Und nachdem er das der Familie mitgeteilt hatte. Ja, danach. Das heißt, da war wirklich, wie du gerade sagtest, sein glücklichster Moment eigentlich. Er hatte seine Frau und er war im Reinen mit seiner Familie und dann passiert das. Wer war schuld an dem Unfall? Ich sage niemand. Hm. Wie ist es denn zu dem Unfall gekommen? Was war das genau für ein Unfall? Weißt du, was Bayram ist? Ich weiß es eigentlich schon, aber im Moment habe ich keinen... Das ist das Hochfest vom Ramadan oder auch jetzt im Februar war das Januar war das Opferfest. Ja. Das ist immer so der Abschluss von dem Fastenmonat oder eben der Abschlusstag vom Opferfest. Mhm. Nach dem Ramadan sind es 3 Tage und das war jetzt Sonntag, der 14. war der erste Bayram-Tag
und der 16. der letzte November jetzt, ne? Mhm. Also da waren es 3 Tage. Also am ersten Tag, wo man also auch wieder normal leben darf, sprich ohne Verzicht auf Essen, Getränke und so weiter. Ja. Also an dem ersten Tag, den Sonntag, hat er dann, nachdem er mit seinen Eltern gesprochen hat, die auch unsere Hochzeitsfotos gesehen haben, ist er mit seinen besten Freunden aus der Türkei zusammen Sommerhaus gefahren an die Küste, hat dort Party gemacht, ich sag das mal ganz offen so, und ist dann nachts um 2 Uhr auf die Idee gekommen, noch eine Suppe essen zu wollen. Und die waren zu fünft, zu dritt sind sie losgefahren, sein bester Freund und einer der anderen Freunde, der andere Freund, der Junette, ist gefahren. Und es war zu der Zeit noch sehr warm und es hat dann Regen eingesetzt. Und du weißt, wenn auf einer sandigen Straße, bei uns ist das ja schon gefährlich, aber da ist der Asphalt noch anders, also wie Schmiersaat. Vielleicht auch ein bisschen zu schnell gefahren. Weiß man nicht. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall. Und die anderen, die im Auto saßen, wie ist es denen ergangen? Sein bester Freund, der hinten gesessen hat, unverletzt überlebt. Das ist also ein Grund und Beweis für mich, dass nicht zu schnell gefahren worden ist. Der Fahrer war angeschnallt und ist im Auto sitzen geblieben und die sind vom Baum geprallt. Der ist am Kopf, entschuldige jetzt einen harten Ausdruck, so verletzt, ich hätte jetzt fast einen wirklich schlimmen Ausdruck benutzt, so verletzt gewesen, dass er, wenn er überlebt hätte, nur an Maschinen überlebt hätte. Das heißt, er hat auch nicht überlebt? Nein, er ist 2 Tage später verstorben. So. Mein Mann ist nicht angeschnallt gewesen, rausgeflogen. Wenn er jetzt Glück gehabt hätte, dann hätte er überlebt. Aber es gibt so eine Eisenkette, entweder als Bankettenbegrenzung oder Parkplatzkette, das konnte ich in der Übersetzung nicht genau analysieren. Ich habe aber ein Foto davon im Unfall. Jedenfalls eine Kette direkt am Straßenrand, eine Eisenkette, die direkt an seinem Kinn hängen geblieben ist. Und dadurch hat er einen Genickbruch gehabt. Jetzt ist so etwas Großes passiert. Du hast dich verliebt, du hast dich... Der Unfall ist noch nicht zu Ende. Von dem Fahrer sind von dem Freund, der noch im Auto überlebt hat, die Familie informiert worden. Sind noch 2 Schwager hinterhergefahren zu der Unfallstelle. Und sind auf derselben Strecke, aus denselben Gründen, auch tödlich verunglückt. Oh, mein Gott. Also eine Verkettung von... sehr unglücklichen Umständen. Und da hat wirklich, bei den beiden hat garantiert auch zum Beispiel Alkohol keine Rolle gespielt. Es waren einfach die Wetterverhältnisse. Wie lebst du denn jetzt mit diesem unfassbaren Unglück? Jetzt im Moment einigermaßen wieder auf. Wobei das wahrscheinlich ständige Phasen sind, ne? Das ist eine, ja, ein Tag geht's mal so oder eine Woche so. Ich habe wochenlang im Schock gestanden. Also ich weiß, ich habe Erinnerungslücken. Ich bin auch unten gewesen. Ich habe Abschied nehmen dürfen. Wo ist er beerdigt? In der Türkei, in seinem Heimatort. Es war aber auch sein Wunsch, ich wusste es vorher. Hast du die Familie dann auch kennengelernt? Ja. Hast du eigentlich Kinder aus der früheren? Nein, ich habe keine Kinder, leider nicht. Gab es Momente, dass du so verzweifelt warst, dass du selbst darüber nachgedacht hast, dir das Leben zu nehmen? Auf der Rückfahrt mit dem Bus nach Istanbul und dann im Flugzeug. Es gab hier einen schweren Unfall, da ist ein LKW von einer ziemlich hochgelegenen Brücke gestürzt. Ich wusste das. Ich habe das 1-2 Tage vorher in der Zeitung gelesen. Das war mein Plan. Und das müssen meine Freunde Gott sei Dank gewusst haben, weil in dem Moment, als ich wieder in Deutschland war, war ich keine Sekunde alleine. Ach so, das heißt, du hast ein gutes Umfeld, Leute, die sich um dich kümmern. Ja, hatte ich zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Jetzt nicht mehr? Ich habe jetzt etwas feststellen müssen. Es gibt alte und neue Freunde. Alte Freunde bis zu meiner Trennung, die immer noch meine Freunde sind, will ich denen gar nicht in Abrede stellen. Gerade die haben mich in der ersten Zeit um mich gekümmert. Ich bin aber dann nach 14 Tagen, nachdem ich hier war, nach Argentinien auf Einladung von mallorquinischen Freunden gewesen, um einfach Abstand zu bekommen, was mir auch geholfen hat, um erstmal überhaupt aus meinem Schock rauszukommen. Als ich dann zurückkam, Ende Dezember, da wurde es dann ein bisschen eng. Da hatte ich auf einmal Leere. Aber im Moment ist es so, dass du es im Griff hast? Ja, es sind ja schon wieder 4 Wochen vergangen. Inzwischen grübelst du so über dein Schicksal nach und denkst, warum
Gibt es so eine Fügung? Warum passiert mir so etwas? Einmal dann zu einem solchen Glück zu kommen und dann wird mir das so abrupt wieder genommen. Es gibt drei Begründungen für mich. A, ist mein Mann für mich ein Schutzengel geworden. Mhm. Kann ich dir auch gleich erklären. B, für ihn war es ein ganz wichtiges Ziel, glücklich verheiratet zu sein. Mhm. Und B war das, ne? C, er hatte von Gott die Aufgabe, mir nochmal in meinem Leben, trotz meiner langjährigen, nicht immer schlechten Ehe, aber mit Sicherheit keine gute Ehe, zu zeigen, dass es wirklich noch die wahre Liebe gibt und das wahre Glück. Das sind eigentlich sehr tröstliche Gedanken, wenn du sie so für dich empfindest und davon überzeugt bist. Nur das Schlimme ist, dass wir im Vorfeld ganz viele Punkte hatten, dass wir geahnt haben, dass so etwas passiert. Mhm. Wie, was für Punkte? Ich hatte letztes Jahr im März Geburtstag. Mhm. Da hat er mir einen Spiegel mit einem Spruch geschenkt. Er war Student, hatte ihn nicht viel Geld. Mhm. Ist sehr lang, aber ich versuche es kurz zu fassen oder schnell zu lesen. Ich bin ein kleines Engelchen und wirklich ziemlich klein und dennoch wache ich über dich und lass dich nie allein. Einst lebte ich als Blume in einem Feld voll Blumenpracht. Dann kam Gott und pflückte mich und hat mich zum Schutzengel gemacht. So wie mich hat Gott noch viele. Seine Augen, Ohren und Hände sind wir und ein jeder von uns hat seine Aufgabe und mich brachte er zu dir. Er bat mich zu wachen über dein Leben und ich habe ihm mein Versprechen gegeben. Er hat dich gesegnet mit meiner Anwesenheit und wenn du mich brauchst, bin ich da für alle Zeit. Hm. Und das ist Wort für Wort wahr geworden. Das ist ein Vermächtnis, ist das? Ja. Mhm. Das ist mir 3 Tage, nachdem ich wieder hier war, bewusst geworden. Einen Tag, bevor er geflogen ist, hat er zu seiner Cousine gesagt, vielleicht komme ich gar nicht lebend wieder. Mhm. Am 25. September hatten wir hier ein Gespräch mit meiner Familie. Da war er dabei. Mhm. Und er sagte, vielleicht werde ich gar nicht so alt wie du. Es ging um den Altersunterschied. Mhm. Vielleicht werde ich gar nicht so alt wie du. Meine Familie ist in vielen Generationen jung gestorben. Ja. Herzinfarkt. Liebe Renate, ich gucke gerade auf die Uhr. Ja, ich weiß. Uns sprengt die Zeit gerade. Mhm. Ich finde dieses, was du gerade vorgelesen hast, sehr rührend und auch das sehr tröstlich für Kraftgebend, wirklich. Das ist ein guter Ausdruck, ja. Dennoch möchte ich sagen, dass mir das sehr, sehr, sehr leid tut, was dir passiert ist. Aber wenn du sagst, du hast jetzt einen Engel, du hast einen Schutzengel und das so empfindest, ist das ein sehr schöner Gedanke, finde ich. Ich möchte damit eigentlich nur sagen, dass es für andere Menschen vielleicht auch, wenn man so ein bisschen in sich hineinhorcht und in das Vorleben oder in das gemeinsame Leben reinhorcht, dass es immer Momente gibt, die einem Trost geben können. Ja. Dürfen wir dich nochmal zurückrufen? Möchtest du das gerne? Gerne, wenn du nochmal Lust hast, mit mir zu sprechen. Dann machen wir das gleich. Okay. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und alles Gute. Danke dir. Auf Wiederhören. Bis dann, ciao. Jo, tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann nur zu telefoniert oder mailt, so wie Christian das auch gemacht hat. Christian ist 21 Jahre alt. Hallo. Hallo Domian. Hallo Christian. Dein Thema. Ja, also bei mir geht es um das sogenannte EPV. EPV? Genau, EPV. Ich kann vielleicht mal erklären erstmal, was das genau, wofür die Abkürzung steht. Ich bitte darum. Ich weiß nicht, was es ist. Ja, also EPV heißt, es ist Englisch, es heißt Electronic Voice Phenomenon. Also auf Deutsch elektronisches Stimmenphänomen. Mhm. So, EPV. EVP, Entschuldigung, so rum. Genau, EVP. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ja. Entschuldigung. Ja, also ich kann es mal kurz erklären. Und zwar habe ich darüber schon mal vor 1-2 Jahren gelesen, aber da ist mir der Begriff nur mal so vorgekommen im Internet beim Rumstöbern und so weiter und so fort. Das ist schon ein bisschen länger her, 4-5 Jahre ungefähr. Und dann habe ich vor jetzt etwas mehr als 2 Jahren einen Freund von mir bei einem Autounfall verloren. Mhm. Also ich kann es kurz erklären. Er ist als Fußgänger über die Straße gegangen, Fußgängerampel grün und ein Autofahrer hat die rote Ampel überfahren, ist erwischt worden und war sofort tot. Ja, guter Freund von dir. Ja, also mein bester Freund. Ach, dein bester Freund sogar. Ja. Wie lange liegt es zurück? Ungefähr 2,5 Jahre. Mhm. So, und
Dann hörte ich danach von diesem EVP, und zwar durch Zufall. Ich fand einen Artikel im Internet, und zwar ist das ein Mittel, um zu verstorbenen Menschen Kontakt aufzunehmen. Mhm. Wie macht man das? Das macht man folgendermaßen, indem man braucht dafür praktisch ein Gerät, womit man normalerweise auch menschliche Stimmen aufnehmen kann. Also ein Kassettenrekorder, ein Tonband. Ja. Es funktioniert sogar mit einem Windows Media Player auf dem Computer, Wenn man ein Mikrofon am Computer angeschlossen hat. So, und dann? Nun habe ich das angeschlossen und dann? Genau. Und ich kann mit einer verstorbenen Person Kontakt aufnehmen. Ich kann sozusagen etwas fragen. Also du drückst auf Aufnahme, auf Rekord? Genau, und dann frage ich eine Frage, die ich mir vorher überlegt habe. Ich spreche die Person mit dem Vornamen an, Der Vorname reicht. Dann hörst du deine eigene Stimme hinterher auf dem Band? Genau, die höre ich dann auch. Und diese Frage, die ich dann stellen möchte, die formuliere ich dreimal dieselbe Frage und lasse zwischen den Fragen circa 10 bis 15 Sekunden Zeit. So. Das ist der Zeitraum, in dem später die Stimme des Verstorbenen praktisch kommen soll. So, das hast du gemacht? Das habe ich gemacht. Und da war dann, als du das abgehört hast, wirklich was zu hören? Es war wirklich was zu hören. War eine Stimme zu hören oder irgendwelche Geräusche? Es war eine Stimme zu hören. Nun ist es so, man muss dazu sagen, ich habe mich jetzt auch im Nachhinein dann noch sehr mit EVP beschäftigt, dass diese Aufnahmen natürlich nie qualitativ 100% rein sind. Mhm. Ist klar, und es gibt immer ein Rauschen. Und ich bin ja immer sehr skeptisch bei solchen Sachen. Ja. Weil ich glaube, dass man das irgendwie dann noch auch wieder erklären kann. Ja. Hast du, selbst das wäre kein Beweis, aber dennoch meine Frage, hast du etwas vorliegen, was du uns vielleicht kurz mal einspielen könntest? Ja, habe ich. Hast du? Ja. Also ich kann es kurz einspielen. Ich kann noch mal kurz dazu sagen, es ist knapp 3 Sekunden lang. Ja, ist okay. Mhm. Und ich habe meinem Freund die Frage gestellt, also ich wollte ihm eine Frage stellen, die praktisch nur er beantworten können. Ja. Und zwar hatte er ein Lieblingspullover und der war grün-weiß gestreift. Mhm. Und ich weiß, dass er zum Zeitpunkt seines Todes diesen Pullover auch anhatte. Mhm. Mhm. Und ich habe ihn gefragt, hast du den Pullover an? Mhm. Und die Antwort, die ich bekommen habe, also ist ein klares, es ist ein grüner, ein weißer. Das ist das, was ich daraus verstanden habe. Ich habe es einem Freund von mir auch vorgespielt und er meinte, er hätte nur das mit dem Grün verstanden. Also wir erklären doch mal, du hast es aufgenommen mit was genau? Mit einem Kassettenrekorder. Mit einem Kassettenrekorder. Ja. Du hast die Frage gestellt, ob er diesen Pullover anhat? Ja. So, und jetzt spiel uns bitte vor, was er geantwortet hat. Ja, ich kann den Hörer an den Lautsprecher des Kassettenrekorders halten. Einen Moment. Mhm. Hast du es gehört? Tja, wenn ich es jetzt nicht vorher von dir erfahren hätte, dann hätte ich es natürlich nicht verstanden. Ja. Also man kann, wenn man jetzt wohlwollend ist, grün-weiß da rein interpretieren. Mhm. Ja gut, das ist das, was die Leute sagen, die natürlich gegen dieses EVP sprechen. Also es gibt bekannt ist es seit den 60er Jahren, seit Anfang der 60er Jahre ist in Amerika entstanden. Mhm. Und es gibt... Wer sagt mir, dass das vielleicht nicht eine Äußerung deines Unterbewusstseins war, was du gar nicht bewusst wahrgenommen hast, dass du das gesprochen hast? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht gesprochen habe. Also ja, man ist sich oft sicher, dass man irgendwelche Dinge nicht tut und man tut sie doch. Interessant wäre das, wenn du dieses Experiment in Anwesenheit einer anderen Person machen würdest, dass die bezeugen kann, dass du wirklich geschwiegen hast. Ja, also ich habe es hinterher, also ich war zu dem Zeitpunkt, als ich das Experiment gemacht habe, alleine, aber ich habe es im All dasselbe, was ich dir eben vorgespielt habe, auch einem Freund vorgespielt und er meinte, das Wort grün hätte er auch verstehen können. Mhm. Mit dem so, Weißen, pass auf, jetzt stelle ich mir grundsätzlich die Frage. Ich will vielleicht gar nicht mich erdreisten, darüber zu urteilen. Geht das, geht das nicht? Mal vorausgesetzt, das ginge. Warum sollen wir die Menschen, die Wesen in einer anderen Wirklichkeit damit belästigen? Warum sollen wir sie nicht in Ruhe lassen? Es ist so, also es gibt zum Beispiel auch Forscher, die sich damit beschäftigt haben. Und es ist so, dass die Menschen, die sind in einer Art Zwischenwelt. Also Forscher haben sie auch gefragt, ob es Himmel und Hölle gibt und darauf kamen klare Antworten, nein, und das in mehreren Versuchen. Sie sind in einer Zwischenwelt und sie fühlen sich dadurch nicht belästigt. Im Gegenteil, sie möchten zu den Leuten, denen sie damals nahe standen, als sie noch gelebt haben und immer noch nahe stehen, als Tote, sie möchten auch Kontakt aufnehmen zu diesen Leuten. Sie vermissen die Leute, denen sie jetzt nicht mehr physisch gegenwärtig sind. Aber sie möchten dennoch in Kontakt zu diesen Leuten treten. Und was hast du jetzt davon, dass er grün-weiß gesagt hat?
Das war mein erster Versuch damit. Also ich habe. Was hast du noch erfahren? Ich habe ihn gefragt, ob er Schmerz empfindet. Mhm. Und darauf kam ein Nein. Und ich habe ihn gefragt, ob wer bei ihm ist. Und es kommen oft sehr abstruse Antworten, wo man viel drüber nachdenken muss und die man sich auch oft anhören muss. Mal sind sie qualitativ besser, mal sind sie qualitativ schlechter. Dennoch, ja. Auch wenn du dann erfährst, wer ist bei dir und weiß ich was, gibt es Himmel oder Hölle, sind das Informationen, die für dich wichtig sind? Es ist insofern wichtig für mich, in Kontakt mit ihm zu sein, weil es war halt mein bester Freund und es war ein sehr, sehr großer Schock damals für mich. Also ich habe damals Abitur gemacht, ich musste meine Schule unterbrechen, weil ich war nicht mehr fähig, irgendwas aufzunehmen, also nicht mehr zu lernen, nicht mehr gar nichts zu machen. Ich hatte auch einen Schock, ich musste in psychiatrische Behandlung damals, weil wir haben alles gemacht, wir sind durch dick und dünn gegangen und auf einmal war er weg und dann durch so ein schreckliches Ereignis. Also ich will insofern darüber wirklich nicht urteilen, wenn das vielleicht auch eine Form ist der Trauerbewältigung, dann ist es auch in Ordnung, warum nicht? Ja. Jetzt nach deinen Erfahrungen oder nach dem, was du über dieses EVP weißt, wie lange kann man das dann machen, wie lange sind die Wesen, die Menschen noch erreichbar? Das ist das Interessante daran, die Wesen sind unbegrenzte Zeit erreichbar. Also ich habe von Leuten gehört, die versuchsweise, natürlich es waren keine Personen, dann, die sie mal gekannt haben, aber die versuchsweise Leute kontaktiert haben, die vor Hunderten von Jahren gestorben sind. Das heißt, theoretisch, das habe ich nicht ausprobiert, aber theoretisch gesehen, laut den Berichten und Artikeln, die ich gelesen habe, kann man jegliche Personen kontaktieren, die jemals auf der Welt gelebt haben. Mhm. Es gibt in Deutschland jährlich auch eine Versammlung der Anhänger in Deutschland dieses EVPs, die findet jährlich einmal in Fulda statt. Und da treffen sich die Leute, die daran glauben, die damit Erfahrung gemacht haben. Das ist natürlich auch insofern ein trostspendender Gedanke. Wenn man jemanden verloren hat, dann weiß man, dass der noch irgendwo ist. Ja. Nicht einfach Stecke raus und weg. Ja. Und das ist für einen selbst auch ein tröstlicher Gedanke nach dem Motto, da kommt ja noch was. Ja. Weil wir alle rätseln ja, kommt da wirklich noch was? Ja. Und die Meinungen gehen da ja nun sehr auseinander. Ja, und ich habe zum Beispiel letztes Jahr zum ersten Mal auf diesem Treffen in Fulda und ich habe Sachen gehört von Leuten, also da ist mir echt der Atem gestockt. Also das sind echt ganz, ganz merkwürdige teilweise, aber auch teilweise, es sind gar nicht mal schlimme Sachen. Also bei der Sache mit meinem Freund haben sich bei mir auch alle Nackenhaare aufgesträubt natürlich. Mhm. Und man dachte nicht, dass es funktioniert, aber ich habe Sachen gehört, da... Ich finde nur, dass man das Maß finden muss bei solchen Sachen. Wenn du das jetzt so in dem Rahmen betrieben hast, wie du es mir jetzt erzählt hast, finde ich das ja durchaus okay. Aber vielleicht muss man auch irgendwann auch da in irgendeiner Form einen Abstand gewinnen, dass man sich nicht zu sehr da reinsteigert, dass man sich nicht irgendwann nur noch mit der Welt der Toten beschäftigt und darüber hinaus sein eigenes Leben vergisst und merkwürdig wird vielleicht oder selbst seelisch erkrankt. Ja. Ich glaube, das ist die... Vielleicht muss man auch irgendwann wirklich Abschied nehmen können und die Welt sein lassen und hier ist unsere Welt. Ja gut, sicherlich. Nun ist es so, also ich hab schon immer daran geglaubt, dass nach dem Tod nicht alles vorbei ist. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann einfach, alles ist schwarz und das war's. Mhm. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und also das wollen wir uns alle ja auch nicht vorstellen, weil das so schlimm ist. Eben. Und ich bin halt auch in der Kirche, also ich bin evangelisch, ich studiere Religion. Mhm. Und du studierst sogar Religion. Ja. Ah ja. Mhm. Ja. Mhm. Und ich habe da schon einen gewissen Bezug dazu. Und wie gesagt, in letzter Zeit ist es sehr immer mehr geworden. Also es sind immer mehr Leute, diese Veranstaltung auch in Fulda, da kommen jährlich mehr Leute und leider Gottes hat es auch das Ganze auch negative Effekte. Also inzwischen hat, wie das oft so ist bei solchen Sachen, Hollywood das Ganze für sich entdeckt, hat daraus einen Film gemacht, der irgendwann, keine Ahnung, jetzt ins Kino kommen soll und daraus einen Horrorfilm natürlich gemacht. Nein, die machen ja über alle Filme, über alles Filme. Ja. Ich werde mich mal ein bisschen schlau machen. EVP im Internet wird man sich etwas genau finden. Also werde mal ein bisschen forschen und mir dann noch genauer eine Meinung bilden. Ja. Auf jeden Fall danke für deinen Anruf. Ja, ich fand das interessant und wünsche dir alles Gute. Ja, danke. Auf Wiederhören, Christian. Tschüss. Tschüss, Domian.
Mike ist hier. Mike ist, wie alt ist denn der Mike? 22. Hallo Mike. Hallo. Ja, hallo. Bin ich jetzt auf die Sendung? Du bist auf der Sendung, genau. Ja. Ja. Mein Problem ist, also ich mache einen Callboy, bin ich. Du bist Callboy. Callboy. Ja. Genau. Und irgendwie habe ich da, denke ich jetzt gerade, dass ich da irgendwie voll die Probleme damit habe, weil ich Schulden habe. Ich muss mal gerade, ich überlege mal gerade, ob man das, ich glaube, das muss man schon auch nochmal erklären. Callboy ist so etwas wie eine Prostituierte als Mann, ne? Genau. So kann man genau sagen, ja. Mhm. Genau. Und ja, und ich habe halt viel Schulden gemacht. Ich war in der Ausbildung, habe mir ein Auto gekauft. Ja. Und wie lange bist du denn schon Callboy? Ich mache das jetzt erst seit 3 Monaten. Ja? Und wie viel Schulden hast du? Also ich hatte den Anfang 15.000. Oh. Also knappe 15.000, bisschen mehr waren es. Ja. Und in diesen 3 Monaten konnte ich eigentlich jetzt so insgesamt 3.000 Euro gut machen fast. Ja. Was hast du denn vorher gearbeitet? Einzelhandelskaufmann war ich davor. Achso, und hast richtig geprasst und gut eingekauft und daher die Schulden. Ja, genau. Mhm. Mhm. Nee, und das habe ich halt ja so gemacht. Ja, jetzt 3 Monate Callboy. Wo bedienst du, Männer oder Frauen? Also eigentlich war es ursprünglich beides gedacht, aber ausschließlich Männer. Ausschließlich Männer. Bedienst du sie in einem Club oder inserierst du oder machst du es auf der Straße oder wie läuft das? Ja, über Zeitung zu inserieren. Mhm. Bist du selbst schwul? Nein, ich bin nicht schwul. Du bist nicht schwul. Ist das dann nicht unglaublich ekelhaft letztendlich, wenn man selbst ganz anders gestrickt? Also schwul würde ich nicht sagen. Also ich habe, glaube ich, eine Bi-Ader schon so ein bisschen. Mhm. Mhm. Überhaupt, wie war denn das so die ersten Male dann mit wildfremden Männern? Hattest du vorher schon mal sexuellen Kontakt mit einem Mann? Ja. Das hattest du, ah ja. Dennoch, wie war es in dieser Situation, als in dieser käuflichen Sexsituation mit einem Mann zu sein, das erste Mal? Also es war schon schwierig, es war schon ein bisschen eklig so, aber ich habe halt gedacht, damit machst du Geld und damit kannst du endlich rauskommen. Also ich habe das auch nicht vor, für immer zu machen. Du bist jetzt aber aus deinem Beruf ganz raus, ne? So habe ich es verstanden. Ja, ich bin arbeitslos geworden. Ach so. Und wie viele Einsätze so pro Tag hast du? Also in der Woche kann man grob sagen, so 2 bis 3, manchmal auch 4. Ach so, das geht dann ja noch. Ja, es ist echt übersichtlich. Ja. Also. Und was nimmst du pro Einsatz? Also es kommt darauf an, zwischen 100 und 150, manchmal auch mehr. Ja, je nachdem, was die Kunden wünschen. Genau. Machst du alles geschützt? Ja. Ja. Gelingt es dir immer, eine Erektion zu bekommen? Meistens machen die ja nicht an mir rum, sondern ich an ihnen. Also das heißt, vom Akt her ist meistens habe ich da ja nichts zu tun. Also ach so, die Männer legen gar keinen Wert darauf, dass du erregt bist. Manche schon, aber wirklich Spaß macht's nicht. Mhm. Also andersrum macht es auch keinen Spaß, aber so rum noch weniger. Mhm. Wie lebst du privat? Bist du in einer Beziehung? Nein, keine Beziehung. Mhm. Ich weiß nicht, ich bin auch nicht so der Beziehungsmensch. Also die Frauen oder die Menschen, wo mich rumhalten, sind auch nicht lange mit mir aus. So. Beziehungstechnisch. Müsste man auch mal was dran machen. Aber das ist nicht der Grund deines Anrufes. Der Grund deines Anrufes ist, so wie du es gerade am Anfang gesagt hast, dass du dich dann jetzt doch nicht so wohl fühlst in diesem... Genau. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Kunden oder sowas mich auf der Straße erkennen oder sowas und dass ich da halt auch irgendwie keinen Beruf, nicht mehr so Fuß in meinen Beruf fassen könnte oder sowas. Lebst du in einem kleineren Ort? Kleinere Ort nicht, es sind schon 100.000 Einwohner. Na gut, ist nicht so groß. Da kennt man sich und da spricht sich das schon rum so. Ja, ich denke schon. Mhm. Ist es allein so diese strategische Überlegung, ist es rufschädigend oder ist es auch, dass du es eigentlich eigentlich widerlich findest, das zu machen? Beides irgendwo. Mhm. Beides. Mhm. Aber es ist halt schon gutes Geld, so was man da. Mhm. Du meinst gutes, leicht verdientes Geld? Ja. Ja. Mhm. Genau. Dennoch, das ist natürlich richtig, was du sagst, aber dennoch finde ich, wiegt immer ganz schwer, wie man sich fühlt dabei. Und ich glaube, dass man nur in diesem Job, sage ich jetzt mal, existieren kann, wenn man mit sich im Reinen ist, dass man das wirklich will. Es gibt ja Leute, die sehen das so klar als ihren Job und spalten das von sich so ab und können damit gut leben. Ich finde immer, wenn man auch nur ansatzweise Bedenken hat, dass einem das selbst nicht gut tut, warum und wie auch immer, sollte man da rausgehen, weil es auf Dauer Schaden mit sich bringt. Haben ja alle Prostituierten auch schon gesagt, mit denen ich gesprochen habe. Alle, aber wirklich durch die Bank, dass die auch mal sagen, man muss für sich eine klare Linie haben.
ja, wenn sie da Erfahrung haben, dann sind die Prostituierten dann weggezogen und haben sie da wieder ein neues Leben starten können. Ja, oder so? Ja, das kannst du. Ich meine, das kannst du sowieso. Nach 3 Monaten ist es ja gar kein Problem. Dann hast du jetzt, wenn ich jetzt schnell rechne, immer noch 12.000 Euro Schulden. Das ist, ne, das ist eine ganze Menge Geld, aber das kannst du als junger Kerl von 22, ich hoffe, dass du bald wieder irgendeine Arbeit kriegst. Ja, aber das ist immer voll schlimm mit diesen, also mit diesen Kreditinstituten und sowas, wenn dann das Inkassobüro vor deiner Tür steht. Ist mir klar, aber alles kein Grund, in die Prostitution zu gehen. Es gibt immer irgendwelche Mittel, wenn du jetzt 100, 200.000 Schulden hättest, dann würde ich auch sagen, du lieber Himmel, was machen wir jetzt? Aber bei 12.000 ist das eine übersichtliche Summe, die ist auch ätzend, das ist mir völlig klar, müssen wir gar nicht reden. Aber das darf jetzt nicht der ausschlaggebende Grund sein. Da musst du pfiffig genug sein, dir irgendwie einen anderen Weg zu suchen. Ja, das war auch ein Grund, warum ich eigentlich die Beziehung verloren hatte, so, weil das Geld einfach nicht da war. Also wir haben ein gutes Leben geführt und sowas. Ach so, du warst in einer Beziehung vorher? Ja, also bis vor einem halben Jahr war ich in einer Beziehung. Ja. Und ja, also da ist halt nicht wirklich viel übrig geblieben. Also man hat 1.200 grob verdient, habe ich monatlich verdient. Mhm. Und davon sind halt Miete weggegangen, auch nochmal grob 500. Mhm. Und dann halt, was noch an Schulden war, man und Essen und Lebensmittel und alles. Und da war halt dann nachher nichts mehr übrig und so. Warst du mit einer Frau oder mit einem Mann zusammen? Mit einer Frau. Hat die davon gewusst, was du machst? Da war ich ja noch nicht, Dings. Da habe ich ja auch. Ach, da warst du? Da war ich arbeitslos noch. Ach so, habe ich jetzt nicht richtig schnell im Kopf rechnen können. Ah ja. Ja, verstehe. Und dann halt Arbeitslosigkeit und dann wurde es halt noch extremer und so. Ja, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass du, wenn du eh schon so ein Typ bist, der irgendwie Luxus mag und Schulden gemacht hat, ist es nicht verlockend für dich, dass du jetzt relativ einfach Geld verdienst und dieses dann auch wieder irgendwie rausballerst? Nee, eigentlich nicht. Ich habe mir da jetzt auch einen Haushaltsplan aufgestellt und sowas und wirklich auch alles notiert. Und wenn ich dann halt da mal sehe, dass ich da irgendwas Unnützes ausgegeben hat oder sowas, dann kommt es auf eine schwarze Liste. Das habe ich dann schon systematisch jetzt aufgebaut. Hast du im Moment noch ein Auto? Nein, habe ich nicht. Ja. Wie teuer ist deine Miete? Wie hoch ist die Miete? Die Miete, die liegt so circa bei 400 Euro bei Strom. Ich habe jetzt auch eine kleinere Wohnung genommen mit Strom, Wasser, alles. Ah ja, gut, da wollte ich darauf hinaus. Das heißt, du hast schon alles so reduziert, was zu reduzieren möglich ist. Ja, genau. Da steht kein Cabrio mehr vor der Tür und weiß ich was, keine fette Wohnung und so. Nein. Das wäre auch jetzt, glaube ich, auch nicht möglich. Ja, dennoch, Mike, wenn du das so empfindest, jetzt schon nach 3 Monaten, garantiere ich dir, dass du nach 6 Monaten die Schnauze so voll hast, dass das Maß sowieso erreicht ist, dass du sagst, ich gehe. Vielleicht solltest du dir gar nicht die nächsten 3 Monate noch antun. Ja, aber wenn ich jetzt das jetzt noch ein halbes Jahr durchziehen würde oder sowas, dann wäre ich ja fast schuldenfrei. Ich weiß jetzt nicht. Also aber ich nehme das so ernst, wenn du jetzt schon nach 3 Monaten hier anrufst, sogar in so einem öffentlichen Rahmen, zeigt mir, dass dir das da schon eine ganze Menge in dir am Gären ist, an Unzufriedenheit. Ja, schon. Ne, sonst würdest du ja sagen, okay, komm, ich ziehe das jetzt irgendwie durch und das ist gut. Deswegen sage ich, das ist ein Warnsignal, nimm es ernst und geh raus und versuche deine Schulden, das wirst du schaffen. Dann dauert das halt ein, zwei Jahre länger als jetzt vielleicht, aber dann hast du es auch auf einem sauberen und korrekten Weg dann absolviert und für dich auch so, dass du dir in die Augen gucken kannst. Mhm. Ja, nee, dann... Wer weiß denn eigentlich von deinem Job? Weiß irgendwie Familie, Freunde, wissen die das? Gar niemand. Das heißt, die Gefahr ist natürlich wirklich groß, wenn du sagst, ich wohne nur in einer 100.000 Einwohner-Gemeinde, dass das da irgendwie durchsickert. Ja, es gibt auch nicht, ich bin Einzelhandelskaufmann und da gibt es halt auch nicht so viele Sachen, wo ich dann halt arbeiten kann. Eben, das ist ja auch noch ein Argument. Weißt du, die Gefahr, dass du vielleicht deine Rückkehr in ein normales Leben, in deinen Job, auch noch gefährdest, indem du noch länger in dieser Prostitution arbeitest, ist es doch überhaupt nicht wert. Ja, es ist halt auch so schwierig. Also ich habe einen relativ guten Abschluss gemacht. So. Also man kann ja bei der IHK 100 Punkte erreichen und da hatte ich 96 Punkte und Schule war es auch nicht gerade so schlecht mit 92 von 100. Also ich habe auch jetzt oft von diesen Firmen gehört, sie sind so gut und sowas, also das ist auch so schwierig, da zurückzukommen. Jetzt setz deine ganze Energie rein, dass du wieder in deinen Job kommst oder dass du einen Job kriegst, einen ordentlichen Job. Und dann lass diesen Buch es ab als Erfahrung. Du hast es halt gemacht und Schluss aus, aber es ist nicht dein Weg. Und sieh zu, dass du auf normalem Weg eben auch deine Schulden loshörst. Würde ich dir raten.
Nee, das hört sich immer gut an, wenn das andere sagen. Ja. Ich weiß auch nicht, mit wem ich da reden soll. Ja, glaube ich, dass das wirklich schwer ist. Da, wenn man mit niemandem drüber reden kann, dann brodelt man da in der eigenen Suppe, ne? Und denkt immer dasselbe und ist ganz interessant, mal von außen was zu hören. Nee, also es ist echt keine Möglichkeit. Also ich weiß auch nicht, da gibt's absolut keine Anlaufstelle oder sowas. Ich hatte auch schon mal mit einem Fahrer darüber geredet. Bei dem war ich gleich die höchste Sünde, was in seiner Gemeinde rumgelaufen ist und so. Das war dann doch nicht so gut. Also, ich würde rausgehen, nicht aus moralischen Gründen, sondern einfach, weil es dir für dich nicht gut ist, für dich, deine Psyche und letztendlich auch für deinen Lebensweg. Ja, alles Gute. Danke, Tommy. Tschüss, Mike. Tschüss. Carmen ist hier. Carmen ist 48. Hallo, Carmen. Ja, hallo, Domian. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Erstmal noch ganz toll mit deiner Sendung. Also, danke. Ich gucke immer. Dankeschön. Und was geht's bei dir? Ja, also ich komme über die Trennung von meinem Ex nicht hinweg. Mhm. Wie lange wart ihr zusammen? 3,5 Jahre. 3,5 Jahre. Wann habt ihr euch getrennt? Letzten Oktober. Im Oktober. Mhm. Von wem ging die Trennung aus? Von ihm. Warum? Er hat gesagt, es ist nicht mehr die Liebe da, die er haben will. Aber ich muss jetzt dazu sagen, er ist unheilbar krank. Und also ich habe da nie ein Problem damit gehabt. Was hat er für eine Krankheit? MS. Und ich hatte da nie ein Problem damit. Ich habe mich über die Krankheit schlau gemacht. Ich war immer für ihn und seinen Sohn da. Mein Gott, ich sage mal, Querelen gibt's überall mal. Und ich habe gedacht, der rammelt sich schon wieder. Das ist auch der Druck, der auf ihn lastet durch die Krankheit. Er ist noch voll berufstätig. Er hat schon komisches Verhalten manchmal an den Tag gelegt. Aber habt ihr zusammen auch gewohnt? Ja, wir haben zusammen gelebt, ja. Dann sagt er, kam denn diese Aussage von ihm, die Liebe ist nicht mehr so da, wie sie früher da war, kam die überraschend für dich? Ja, ich habe gemerkt, es ist irgendwas im Busch mit jemand anders. Also irgendwie merkt man das irgendwie. Ach so, es ist eine andere Frau im Spiel. Ja. So. Ja, und die ist 17 Jahre jünger als ich. Und ist er so alt wie du ungefähr? Nein, der ist 10 Jahre jünger. Ach so, du bist 48, ist er 38. Ja, der knappe 10 Jahre auseinander. Naja, so ungefähr. Ach so. Und ist er jetzt mit dieser neuen Frau zusammen, richtig? Ja, er hat gesagt, ja, er muss sich da erst annähern. Ich kenne ihn wirklich sehr, sehr gut, den Mann. Er macht mir auch immerhin unterschwellig noch Hoffnung, dass es doch wieder was werden könnte. Das heißt, ihr habt noch Kontakt miteinander? Ja, sicher, klar. Ich liebe diesen Mann und ich komme da nicht drüber weg. Ich habe tierisch abgenommen durch das, habe auch die Nerven nicht mehr dazu, habe einen Job verloren und es ist... Du hast deshalb einen Job verloren? Ja, weil ich nervlich und körperlich nicht mehr... Ich habe also einen körperlichen Job, ich bin Köchin und es ist, weil ich so tierisch abgenommen habe und ich hatte einfach keine Kraft mehr. Das ist natürlich eine sehr schlimme Auswirkung von... eine Liebesaffäre, dass du dann den Job auch noch verloren hast. Ja. Wie oft seht ihr euch? Ja, wir telefonieren täglich und durch täglich. Das. Ja, fast täglich und rufst du ihn an? Ruft er dich an? Ja, meistens er, ja. Ja, und da ist aber was mit den beiden? Mit der anderen ist da schon was, aber so wie ich das mitgekriegt, spielt sich da auf dem. Die sind also Leidensgenossen, sie hat auch MS. Und was das Sexuelle anbelangt, spielt sich da also relativ gar nichts ab. Was will er von dir? Ich weiß es was nicht. Was will er noch von dir, wenn er sich ständig mit dir unterhält jeden Tag? Ist so dieses Gerede von lass uns Freunde bleiben oder so? Ja, auch, aber und ich habe ihm gesagt, ich werde mit der Trennung nicht fertig. Er weiß, wie sehr du leidest. Ja. Er weiß auch, dass du deinen Job verloren hast. Ja. Und sagte, ja, jetzt lass halt das erstmal sacken, vielleicht, es gibt immer so Unterschwelligkeit. Hältst du es für möglich, dass er so irgendwie beide Eisen so ein bisschen sich heiß lassen will? Das kommt mal so vor, ja. Aber, klingt mir auch so. Aber, mein Gott, ich habe auch versucht, mich abzulenken. Ich habe vor 3 Wochen jemand anderes kennengelernt durch ein Inserat. Aber mein Erzwingen kann man halt nichts. Aber immerhin bist du aktiv und setzt sogar ein Inserat in die Zeitung. Nee, ich nicht. Ich habe auf eins geantwortet, weil ich das irgendwie lustig fand. Ach so. Ja, und naja, mir hat sie ein paar Mal SMS geschrieben, dann aber mal angerufen. Aber ich glaube, dein Herz ist gar nicht offen für was anderes. Nee, das ist zu. Also es ist manchmal, wenn ich alleine zu Hause bin,
das ist total schlimm, weil wenn mich jemand beobachten würde, würde er sagen, die Alte hat einen an der Klatsche, ja. Weil ich rede mit dem, obwohl er gar nicht da ist. Ja. Was meinst du, wie viele Leute das machen? Was meinst du, wie viele Leute sowas tun, wenn jemand weg ist, sei es durch eine Trennung oder vielleicht auch durch Schlimmeres noch? Seht ihr euch auch? Besucht ihr euch? Gelegentlich, ja, weil ich habe noch diverse Sachen bei ihm im Keller, also was mein Eigentum ist. Mhm. Und das hole ich mir halt so peu à peu. Ne? Wo wohnt er denn jetzt im Moment? Ja, wir wohnen 20 Kilometer auseinander. Also er hat deine Wohnung verlassen? Nein, umgekehrt. Du hast deine Wohnung verlassen. Achso. Ich habe erst 2 Wochen bei Freunden gewohnt, weil ich musste raus, weil das war für mich. Ja. Das hat mir körperlich, das hat mir psychisch und physisch wehgetan. Mhm. Den Menschen, den ich praktisch über alles liebe, verloren zu haben. Ist klar. Und den immer um mich zu haben. Ja, das geht auch nicht. Weißt du eigentlich, ob er schon lange diese andere hatte, während er mit dir auch noch er zusammen? Er hatte mal eine Andeutung gesagt, was. Er hätte sich in jemanden verliebt. Mhm. Ja, okay, ich bin vom Naturell aus etwas eifersüchtig. Mhm. Und ja, aber irgendwie habe ich das dann gemerkt und ich habe ihn... Also du weißt nicht genau, wie viele Wochen und Monate das schon lief? Also das ging, vor der Trennung waren es circa 6 Wochen, ich habe sie angerufen, ich habe sie auf den Kopf zugesagt. Mhm. Dann hat sie gesagt, ja, sie will jetzt nicht mehr länger lügen und sie sind seit 4 Wochen zusammen und er hat mich nur aus dem einfachen Grund belogen, weil er Angst gehabt hat, ich tue mir was an. Ach so, du hast das rausbekommen? Er hat von sich aus das gar nicht erzählt? Nein. Und wie hast du es rausbekommen? Ich habe gewusst, dass mit der was im Busch ist, weil die so oft angerufen hat. Mein Gott, der ist in der Selbsthilfegruppe und ist da. Verstehe. Und also, das spricht, wir haben viel Kontakte gehabt zu den Leuten. Aber das spricht ja nun auch gerade nicht für ihn, dass wenn er noch ein Kerl gewesen wäre, hätte dir das gesagt und hätte dazu gestanden. Das heißt, er hat es einfach so laufen lassen. Ja. Und wenn du es nicht rausgekriegt hättest, wäre es vielleicht noch länger gelaufen. Ja. Weißt du, was ich glaube, was das Beste ist, was du gar nicht hören möchtest jetzt? Ja. Ich glaube, das Allerbeste ist, wenn du dich erstmal fast komplett zurückziehst. Mhm. Dieses jeden Tag telefonieren und dieses unterschwellige, du sagst, der macht mir irgendwie unterschwellig Mut. Ja, das ist ja die Hölle. Zeit, wo er mit ihr zusammen war, haben wir noch Zärtlichkeiten ausgetauscht. Jede Menge. Jetzt aber nicht mehr. Nö, ich habe ihn jetzt schon längere Zeit nicht mehr gesehen. Also, ich glaube, dass das für dich, wenn auch im ersten Moment jetzt sehr schmerzlich ist, aber letztendlich ist es für dich die klarere und richtige Lösung. Vielleicht, ich meine, ich will dir jetzt keine großen Hoffnungen machen, aber vielleicht könnte es ja sein, wenn der merkt, dass du das sehr ernst meinst, dass da wirklich jetzt Schicht im Schacht ist, vielleicht besinnt er sich eines anderen. Ja, Und dann hast du ihn ja immer noch. Dann würdest du ja immer noch sagen, okay, dann lass uns einen Neuanfang wagen. Ja, aber lass dich jetzt nicht so in dieser Zwischen... Hallo? Ach, jetzt haben wir wieder was. Ich sehe es schon hier. Der gesamte Computer ist abgestürzt. So lieben wir es. Jetzt rödeln meine armen Kollegen im Hintergrund und machen jetzt erstmal ein bisschen Musik. Und wir gucken mal, wie wir weitermachen. Also wir stricken gerade eine Notleitung. Der Computer ist wirklich komplett abgestürzt. Irgendjemand müsste jetzt über ein Analogsystem mir zugeschaltet sein. Hallo? 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 Ich höre kryptische Äußerungen aus meiner Regie und verstehe es nicht. Es dauert noch einen kleinen Moment. Weil wir jetzt wirklich improvisieren müssen. Und wie gesagt, die armen Kollegen, denen steht jetzt der Schweiß auf der Stirn hinten in der Regie. So schlimm ist es? Hi, da ist jemand. Hallo? Ja, Christine, ja, hallo. Christine? Christine. Christine.
Ja, ich grüße dich. Hallo, Domian. Ja, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Ja. Christine, um was geht's denn bei dir? Ja, ich muss erst fragen, wie alt du bist. Erstmal bin ich 37. 37? Ja, genau. Ein schönes Alter. Ja, ich hoffe auch. Ist noch recht frisch, von daher. Sehr frisch. Ist noch alles drin. Ja, ja, hoffe ich auch. Nein, ich meine das Alter. Ja, bei mir geht's eigentlich darum, dass ich seit knapp einem Jahr von meinem Freund getrennt bin. Ja. Das heißt, es kam damals dazu, dass er immer mehr Alkohol getrunken hat. Ja. Und er hatte dann in der Wohnung hier, wir haben zusammen gewohnt, und er hatte dann in der Wohnung randaliert. Mhm. Das war so dreimal. Hat er dich auch irgendwie geschlagen? Nein, überhaupt nicht, sonst hätte ich mich sofort getrennt. Ja. Wie lange wart ihr zusammen? 3 Jahre. Ja. Und es kam eigentlich ganz plötzlich, die Aggressionen bauten sich immer mehr und mehr auf. Und letztendlich war es dann so, beim vierten Mal, ich glaube, es war das vierte Mal, war es dann so, er hatte also furchtbar viel Alkohol getrunken und wir waren eigentlich noch ganz nett mit unseren Nachbarn hier zusammen, hatten zusammengesessen, die sind dann nach unten gegangen, er wollte sich noch irgendwas zu essen machen und ich habe ihn nur kurz was gefragt und plötzlich rastete er völlig aus, raste auf mich zu und ich dachte, was ist denn jetzt los? Hat er mir irgendwie ins Gesicht geschlagen und plötzlich lag ich auf dem Boden und ich dachte, was ist denn jetzt los? Und er hatte eigentlich, das habe ich so im Nachhinein eigentlich erst zusammen entwickeln können, er hatte mir ins Gesicht geschlagen und hatte aber wahrscheinlich parallel dazu meine Füße weggetreten, beziehungsweise meine Knie. Mhm. Und deswegen bin ich so fürchterlich auf den Kopf gefallen. Mhm. Und mir lief das Blut irgendwie den Kopf runter und ich habe sowas noch nie erlebt. Ja. Und ich habe damals in dem Moment nur gedacht, das kann es nicht sein. Also, ich wusste aber auch nicht, was ich machen sollte. Und ich dachte, oh Gott, wenn du jetzt die Polizei anrufst. Und du warst aber in dem Moment alleine mit ihm, ne? Ich war mit ihm alleine. Mhm. Die Nachbarn waren schon unten. Und ja, okay, wie ist die Situation? Er ballert dir volle Kanne eine. Du fliegst hin, blutest und dann? Ja, und dann in dem Moment habe ich überlegt, was ich jetzt mache. Ja. Und dann habe ich gedacht, entweder die Polizei rufen oder ich rufe die Nachbarn an. Mhm. Die sind ja gerade erst nach unten gegangen. Ja, ja. Und dann habe ich gedacht, also wenn jetzt irgendwie die Polizei hier vorbeikommt, in dem Moment, das war irgendwie, ich kannte das auch alles gar nicht und ich habe sowas nie erlebt. Du hast die Nachbarn gerufen? Ja, dann habe ich die Nachbarn angerufen. Mhm. Dann kamen die auch sofort hoch und dann ist der Nachbar, also der Mann, der Werner ist mit dem Matthias ins Wohnzimmer gegangen und die Oda ging gleich mit mir, also halt ins Schlafzimmer und hat erstmal irgendwie angefangen, meine Beine zu kühlen, weil ich war halt grün und blau. Mhm. Ne? Ich bin also so dermaßen auf die Knie dann abgeknallt. Also ein schwerer und schlimmer Zwischenfall. War das das Ende der Beziehung? Ja. Das war das Ende der Beziehung. Hast du ihn danach angezeigt? Das Problem war, er hörte ja nicht auf. Er hat hier in der Wohnung dann noch weiter randaliert. Er hat direkt über meinem Nachbarn eine Bierflasche an die Wand geknallt. Mhm. Er hat überhaupt nicht aufgehört und hat gesagt, er fackelt das ganze Haus ab. Mhm. Und es war so schlimm. Und ich hörte das alles neben meinem Schlafzimmer. Und er konnte sich nicht beruhigen. Mhm. Und letztendlich blieb mir gar nichts anderes übrig, weil das für mich eine ganz andere Qualität hatte, als das, was eben vorher passiert war, als die Polizei zu rufen. Ach, dann doch. Ich habe dann die Polizei gerufen, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass keiner mehr hier im Haus sicher ist. Ist denn dann ein Gerichtsverfahren daraus entstanden? Na, dann kam erstmal die Polizei, hat ihn mitgenommen, beziehungsweise erst noch geflüchtet, dann hat sie ihn wieder eingesammelt, dann hat sie ihn behalten. Mhm. Dann letztendlich hatte ich, lief auch ein Strafverfahren, das ist auch ganz klar. Und parallel dazu war es aber das Problem, dass er überhaupt nicht aufhörte. Das heißt, er ließ mich die ganze Zeit nicht in Ruhe. Er hat also immer nur angerufen, er wollte immer nur den Kontakt haben. Er sagt, er will immer nur noch ein Gespräch haben. So, jetzt bist du eine ganze Weile getrennt von ihm. Ja, ein Jahr. Ist denn jetzt im Moment Ruhe? Nein, das ist keine Ruhe. Das ist ja mein Problem. Ach so. Das ist ja mein Problem. Mhm. Also letztendlich habe ich nachher... Ich arbeite selber im Gericht und letztendlich musste ich von meiner eigenen Abteilung eine Verfügung erwirken, dass er mich nicht mehr belästigen darf. Mhm. Ich habe also eine andere Telefonnummer vorher schon gehabt, aber er hörte nicht auf. Mhm. Und bedroht er dich denn jetzt im Moment auch immer noch? Ja, immer noch. Was ist das für ein Bedrohen? Also im Prinzip letztendlich, also er macht solche Sachen wie, dass er direkt meine Vorgesetzten anschreibt und mich irgendwie da irgendwelcher bösen Sachen bezichtigt, die ich natürlich nie getan habe. Hast du Angst, auf die Straße zu gehen? Ich habe, mittlerweile ist es so, ja. Ja. Mittlerweile ist es so. Lauert er dir auch auf, dass du manchmal denkst, da steht er? Nein, ich habe ihn nie gesehen. Also ich weiß, dass er mich beobachtet hat, das weiß ich. Also wenn du im Gericht arbeitest, weißt du, dass wir in Deutschland eben keine greifbaren Gesetze haben gegen so etwas, ne? Solange nichts Gravierendes vorgefallen ist. Ja, also
sagen wir es mal so, wieder, also die Polizei war, erstens hat die mir also wirklich sehr gut zur Seite gestanden, zweitens hatte ich den weißen Ring, der ist nach wie vor bei mir. Also das heißt, ich habe immer noch da Kontakt. Das dritte ist eben halt auch, dass es eben einstweilige Verfügungen gibt, die das schon verbieten. Nur das Problem ist eben, wenn er das Auto demoliert von mir und ich komme morgens zum Auto, ist kaputt, dann kann man da kaum was machen. Das nächste Problem ist, dass er halt auch immer einen sehr guten Kontakt zu meiner Familie hatte und er auch meine Familie nicht in Ruhe lässt. Das heißt, er hat jetzt irgendwie... Also man nennt das ja Neudeutsch, eben nicht Deutsch, sondern Stalking. Leider gibt es dafür keinen deutschen Begriff. Aber das greift ja immer mehr um sich. Die Politik ist auch aufmerksam geworden, dass man da an Gesetzesveränderungen arbeitet. Soweit ich weiß, gibt es bundesweit mittlerweile auch Selbsthilfegruppen von Stalking-Opfern. Weißt du das? Ja, das habe ich auch schon nachgelesen, ja. Würde ich dir nämlich gerne jetzt empfehlen, weil du da natürlich das geballte Wissen und die geballte Erfahrung hast, ich meine, du wirst schon sehr viel wissen, das höre ich schon raus. Aber vielleicht kannst du da noch mehr in Erfahrung bringen, als das, was ich dir sagen könnte oder was wir dir sagen könnten. Das, was wir dir sagen können, ist, dass wir dir so eine Infotelefonnummer gleich durchgeben. Ja, das ist auch, also das Problem, was ich eben halt auch habe, ist ja nicht allein nur, wenn ich selber jetzt belästigt werden würde. Es ist ja auch immer so ein Maß an Schuld. Mhm. Ich habe mir diesen Mann ausgesucht, aber meine Familie wird auch nicht in Ruhe gelassen. Und ich sag mal, mit dieser Verantwortung zu nehmen, finde ich mehr als schwer. Ja, völlig schwer, völlig schwer. Pass auf, wir machen Folgendes. Du legst auf und wir rufen dich mal gleich an und suchen mal so ein bisschen rum, dass wir dir handfest ein bisschen helfen können. Das ist nett und vielen Dank nochmal. Alles Gute, Christine. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss, Domian. So, jetzt versuchen wir mal, ob unser elektronisches Wundergerät wieder funktioniert hier. Ich drücke mal einen Knopf und sage Daniela, hallo. Hallo. Hey, da ist ja jemand. Ja. Das ist ja sehr schön. Daniela, 19 Jahre. Genau. Und um was geht's, Daniela? Es geht darum, weil ich einen Typen kennengelernt habe. Und ich habe mit dem geschlafen. Und jetzt ist mein Problem ja, dass ich mich in dem verliebt habe. Wann hast du den kennengelernt? Den habe ich vor 3 Monaten kennengelernt. Ja. Und also er sagt auch zu mir immer, er möchte keine Beziehung, aber... war das ein One-Night-Stand, die das kennenlernen? Ja, also das war so, ich habe ihn kennengelernt, wir waren in der Disco. Ja. Und da habe ich den dann gesehen und haben wir was getrunken. Und hast gedacht, also, wow, der sieht gut aus. Ja, ich habe gedacht, das ist voll die geile Sau, so habe ich gedacht. Ja, Entschuldigung. Echt, so hast du gedacht? Das ist voll die geile, so hast du gedacht? Ja, also das sage ich sonst nie so, aber... Verstehe, aber du hast es so gedacht. Ja, so gedacht, also nicht direkt gesagt, ja. Und dann, hast du gedacht, den muss ich abschleppen heute Nacht? Wie bitte? Da hast du gedacht, den muss ich abschleppen heute Nacht. Ja, und dann haben wir viel getrunken, also wir haben eine Flasche Wodka bestellt. Und haben halt getrunken. Ja, und hinterher haben wir uns geküsst, ne? Ja, und dann... hat der gesagt, lass nach Hause gehen. Ich wollte eigentlich gar nicht, aber ist klar. War auch ein bisschen betrunken so. Ja, und da habe ich mit dem geschlafen, ja, und dann habe ich mich aber zu sehr mich auf den eingestellt und habe mich in den halt verliebt. Ja. Und jetzt sehe ich den jedes Mal in der Disco wieder. Ja. Und ja, das passiert immer wieder. Also, der hat mich auch schon geschlagen letztens. Warum? Ja, verstehe ich ja auch nicht. Er sagt zu mir, er liebt mich nicht, aber meint so, also ich war mit einem Kollegen, bin ich rausgegangen, um was essen zu gehen. Und das hat er mitgekriegt. Und ja, dann hat er mich angerufen, meint so, du kommst jetzt, sonst hau ich dich. Und dann bin ich hingegangen und dann hat er gesagt, wir müssen rausgehen. Und ich habe gedacht, er wollte nur reden mit mir. Ja, und dann gibt er mir direkt 2 Ohrfeigen. Weil du mit jemand anderem... Genau. Und ich meinte so, dich darf kein anderer Junge haben, außer ich. Aha, aber er sagt gleichzeitig auch, dass er dich nicht liebt. Ja, sagt er ganz eindeutig. Habt ihr denn seit dieser ersten Nacht, da vor 3 Monaten, habt ihr da noch öfter Sex gehabt? Ja. Und du bist verliebt und er ist es offensichtlich nicht und er erhebt jetzt sogar schon Ansprüche auf dich und will dein Leben bestimmen. Er hat das einmal gesagt. So, Daniela, ich will dir mal was sagen. Das ist völlig absurd und völlig krass, was da gerade abgeht zwischen dir und dem Typ.
lass die Finger von dem. Auch wenn der Sex geil ist, findest du auch einen anderen Typ, mit dem es geil ist. Wenn du verliebt in dem bist, bläu dir ein, dass der nicht verliebt ist in dich. Und bläu dir ein, dass der dich geschlagen hat und dass der dir bestimmen will, mit wem du auszugehen hast. Obwohl er nicht mal in dich verknallt ist. Das ist so ein mieses Verhalten, da gibt es überhaupt gar nichts zu reden. Ja, ich hab denen das ja auch schon gesagt. Ich sag, ich möchte nicht mehr. Mhm. Und da meinte der so, ja, wenn ich dich mit anderen sehe, du darfst das nicht und so. Mhm. Weil, Dann droh ihm einfach mit der Polizei. Und ja, der meinte so zu mir, wenn dich ein anderer Kerl jetzt hat, dann bringe ich dich um. Mhm. Und du brauchst gar nicht mehr auf die Straße zu gehen, weil ich werde Kollegen schicken, die dich dann kontrollieren und so. Mhm. Der schickt ja jetzt schon Kollegen und fängt an, mich zu kontrollieren. Mhm. Also der schüchtert dich richtig ein und das ist offensichtlich auch, der ist auch nicht zimperlich. Der zieht auch einige Sachen durch. Ja, genau. Mhm. Also du hast auch schon Angst. Ja, auf jeden Fall. Aber reicht das denn nicht aus, dass du zumindest jetzt auch zu mir sagst, dass du den nicht mehr liebst, dass du nicht mehr verliebt in den bist? Ich? Ja, du hast ja gerade gesagt, dass du verliebt in den bist. Ich bin verliebt in den, ja. Aber das ist doch schlimm, wenn jemand sowas mit dir macht, da ist man doch ja, nicht verliebt. Ja, was soll ich machen? Ja, aber das musst du dir doch vor Augen halten. Wen liebst du da? Was ist denn das für ein Typ, der so mit dir umspringt? Ja, das sagt meine Freundin auch. Ja, der behandelt dich ja wie eine Sklavin. Wie ein Stück, einfach wie ein Stück. Ja. Das ist das Schlimme. Ich weiß. Das ist wirklich ganz schlimm. Pass auf, jetzt werden wir dir gleich mal ein paar Tipps geben, wie man mit solchen Typen umgeht. Möchte ich nicht hier auf dem Sender machen, die könnten ja mithören. Auf jeden Fall musst du auf Distanz gehen und lass dich nicht einschüchtern. Und was du machst, da rufen wir dich jetzt gleich nochmal an, okay? Okay. So machen wir es. Alles Gute, Daniela. Okay, danke. Tschüss. Abend noch. Jo, tschüss. Hier ist Nathalie. Nathalie ist 22 Jahre alt. Hallo, Nathalie. Hi, Domian. Hi, Domian, sag ich jetzt schon. Hi, Nathalie. Erstens, super Sendung hast du. Dankeschön. Und ich habe mich vorhin beim Alter vertan. Ich bin 23. Ja, ist egal. War ein bisschen nervös. So eine alte Frau jetzt schon. Von 22 auf 23 gealtert. Wir dürfen jetzt nicht so viel verquatschen, weil wir nicht so viel Zeit mehr haben. Um was geht's? Und zwar mit dem Typen mit dem EVP. Ja. Also ich finde, sowas gehört sich nicht. Also, falls jemand zugeschaltet hat, da hat gerade jemand angerufen, der erzählt, dass er per Tonband Stimmen aus dem Jenseits holen kann. Ne? Also ganz grob jetzt mal gesagt. Ja. Du sagst, das gehört sich nicht. Nee. Warum nicht? Weil das Ruhestörung ist. Ruhestörung der Toten? Ja. Mhm. Ja, also, das habe ich ihn ja auch gefragt. Das ist, wenn man Menschen verliert, dem man sehr nahe steht, aber klar kommt man dann auf den Gedanken, Fragen zu stellen, wie es ist und ob, wie das passiert ist. Egal, Fragen sind immer da, diese Warum-Fragen, aber... Mhm. Ich würde niemals auf den Gedanken kommen, sowas auszuprobieren. Glaubst du denn, dass das funktioniert? Nein, ich persönlich glaube es nicht. Ich bin da auch skeptisch, aber ja, der Anrufer vorhin hat das ja ziemlich, der Christian, ziemlich seriös erzählt. Ne? Und das war ja kein Spinner. Wirklich nicht. Ja, ich denke mal, es gibt Leute, die glauben an sowas. Mhm. Die halten sich auch dann daran und versuchen, so mit den Leuten in Kontakt zu bleiben. Mhm. Aber ich persönlich glaube es halt nicht. Mhm. Also ich habe es ja auch schon jetzt ein paar Mal gesagt, ich bin da auch sehr, sehr skeptisch. Aber ich finde es schon, wenn man so über seine Trauer vielleicht hinwegkommt, ist es vielleicht okay, oder? Was meinst du? Oder wenn man die Trauer vielleicht so mehr in den Griff kriegt. Und die Trauer ist immer da. Ich meine, ich trauere auch noch, aber ich würde niemals auf den Gedanken kommen. Mhm. Er sagte ja gerade, ich habe ihn ja auch gefragt, dass das... warum soll man die Toten belästigen? Und da sagte er ja, dass die auch einen, also er den Eindruck hätte, die hätten den Drang, etwas zu sagen und mitteilen zu wollen. Aber es ist müßig, was wir hier reden, ne? Es ist völlig, also es ist alles eine Glaubensfrage. Es kann kompletter Humbug sein. Es kann auch sein, dass es stimmt. Niemand weiß es. Ich meine, klar gibt es Leute, die sagen, es stimmt, es gibt Geister, es gibt Zwischenwelten, aber ich denke mal, da hat jeder eine eigene Ansicht drüber. Ja, und ich stimme dir auch völlig zu, also was du sagst, wenn es sie denn geben sollte, dann soll man sie in Ruhe lassen. Die haben ihre Welt und wir haben unsere Welt. Ja. Ne? Ja. Aber du bist ganz grundsätzlich der Auffassung, dass es gar keine Existenz nach dem Tod mehr gibt? Oder hast du eine gewisse Hoffnung? Was heißt Hoffnung? Also es gibt, vor 2002 ist mein Papa verstorben. Mhm. Der hatte Krebs. Mhm. Und jetzt ist das nicht mehr so stark, aber kurze Zeit nach dem Tod von meinem Papa war halt das Gefühl da, dass der immer noch da ist. Mhm. Die Nähe von ihm. Verstehe, ja.
Liebe Nathalie, die Sendung ist jetzt gleich vorbei. Ja. Schön, dass wir noch haben reden können. Du hast deine Meinung gesagt, das finde ich gut. Ich wünsche dir alles Liebe. Dankeschön, tschüss. Gleichfalls. Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. So, Freunde, in der Technik waren heute Nacht Johanna Kura und Martin Trux. Morgen gibt's wieder eine Sendung. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Bye, bye.